Hi Leute, ich begrüße euch heute zu einem Video der etwas anderen Art. Ich habe von riffnews.de, also sprich von Marc, einen Abschirmer zur Verfügung gestellt gekriegt zum Testen. Und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. So, gehen wir jetzt mal rüber zum Abschirmer. So, da ist das gute Stück. Ein Aquabee Curve I130. Ich finde, haben sie hübsch gemacht. Sieht klasse aus, hat so knapp 500 mm Höhe. Können einmal den Deckel hier oben ganz normal abnehmen. Der Schaumtopf lässt sich auch abnehmen, kann ich gerade nicht, weil ich die Hände nicht frei habe. Dann haben wir hier an dem Schaumtopf noch ein Ablass dran. Da könnte man rein theoretisch noch einen Schlauch dran anmachen, um das Ganze dann extern abzulassen. Einmal hier die Wasserstandsregelung mit einem kleinen Pfeil dran, damit man das auch dann sieht, wo was ist. Der Schalldämpfer mit einstellbarem, ist das mal, Nadelrad ist es nicht ganz, aber es lässt sich hier die Durchflussmenge an Luft einstellen. Ja. Und betrieben wird das Ganze mit einer Aquabee UP 2000. Das einzige kleine Nachteil, den ich an diesem Abschäumer sehe, ist die Pumpe. Ist eine 220 Volt Pumpe. Ich sag mal pauschal gesagt, ich hätte mich über eine 12 Volt DC Pumpe regelbar gefreut. Gibt es auch, aber nicht in dieser Version hier. Aber okay. Dieser Abschäumer hat nun mal jetzt dieses Pümpchen verbaut. Ist übrigens die gleiche Pumpe, die ich momentan bei meinem momentanen Abschäumer, den ich habe, also sprich der H&S. Der läuft auch mit einer Aquabee, also pumpentechnisch tut sich da nicht viel. Die hat glaube ich 18 Watt hier. Und alles in allem sieht das schon mal ganz gut aus. Ich gehe jetzt mal hin und zerlege das Teil in seine Einzelteile und dann schauen wir uns das mal alles im Einzelnen an. So, da haben wir jetzt mal, ich sage es mal, fast komplett zerlegt, bis auf die Pumpe. Da habe ich jetzt im Prinzip nur den Deckel abgemacht, also im Prinzip hier der Drehring wird abgemacht, dann kann man das rausziehen und dann kommt man unten an den Läufer dran. Alles in allem, ich sage es mal, intuitiv aufgebaut das Ganze. Ich bin der Meinung, es lässt sich auch nicht viel falsch machen. Das werden wir dann nachher sehen, wenn ich den in Betrieb nehme. Man pauschal muss ich sagen, für jemanden wie mich, der bisher immer noch die alten Geräte benutzt hat oder nicht zerlegbare, ist sowas hier natürlich was Feines. Du kommst dann alles dran, du kannst alles einzeln reinigen, sauber machen, wieder reinstellen und sieht aus wie neu. Ist schon mal klasse. Ja, mein alter H&S, den werde ich nachher auch mal zeigen, der sieht ganz böse aus. Und um den richtig sauber zu kriegen, muss man schon einiges tun. Ja, so sieht er zerlegt aus. Ich baue das gute Stück jetzt mal wieder zusammen. Und dann werde ich den mal bei mir im Becken installieren gehen. Gleich mehr. So, jetzt nochmal der Vorher-Nachher-Vergleich. Ich habe jetzt hier noch meinen alten Abschäumer drin stehen, den ich jetzt am Wochenende gereinigt habe, weil etwas laut geworden ist. Ja, jetzt mal nur von der Akustik her. Ich schalte ihn jetzt mal ab. Also viel ist es nicht, was er an Lautstärke hat. Schauen wir gleich mal, was der neue Abschäumer kann. Ich denke auch mal, da aufgrund der Tatsache, dass er neu ist, würde natürlich erstmal vielleicht ein bisschen lauter sein, weil sich auch erst einlaufen muss. Aber dafür ist dieses Video ja, damit man das hier einmal sieht bzw. hört dann. Und ich werde dann ein paar Tage später, werde ich dann das Video fortsetzen und dann können wir dann das im Prinzip vergleichen. So, jetzt ist er installiert. Ich musste ein klein wenig tricksen, weil ich mit dem anderen H&S Abschäumer mit einem tieferen Wasserstand arbeiten konnte. Deshalb musste ich den da unten auf dem Podest drauf packen. Das ging zwar,
aber der hat bei zu viel Wasserstand unten zu viel Blasen rausgeschmissen. So, jetzt wo ich den etwas höher gestellt habe, schmeißt er unten fast gar keine Blasen mehr raus. Apropos Blasen, sollten das Ding mal anmachen. So, jetzt packen wir mal hier. Also wie ich schon gesagt habe, von der Lautstärke her, denke ich mal, wird die Pumpe sich noch ein bisschen einarbeiten. Jetzt einmal hier unten. Ja, da kommen keine Blasen bis nach unten. Das hat der Wasserstand ist jetzt dafür okay. Und hier oben passt das jetzt auch. Der baut sich jetzt langsam aber sicher auf. Ist natürlich noch ein bisschen, bis da oben natürlich richtig was rauskommt. Das dauert ein bisschen. Der muss sich jetzt erstmal einlaufen. Und ich muss den im Auge behalten. Am besten noch ein kleines bisschen zurückstellen, dass der nicht zu hoch kommt. Und ja, ich habe den jetzt der Einstellung hier auf knapp über 2 stehen. Und wenn ich den jetzt weiter aufmache, geht das Blasenbild direkt runter. Also ich habe noch genug Möglichkeiten, den dann, wenn er sich eingelaufen hat, richtig zu justieren. Und ja, pauschal gesagt, alles in allem sieht es erstmal sehr gut aus. Passend tut er auch gut hier rein. Und jetzt schmeißt er unten ein paar Blasen raus, aber ich denke mal, das wird sich alles noch geben, wenn er sich eingelaufen hat. Ich habe zum Glück hier unten das ist in der ersten Kammer, da können die Blasen sich pauschal auflösen. Ich stelle hier mal wieder ein Stückchen zurück, dann kam da unten nämlich nichts raus. Genau. Ja, das ist erstmal soweit. Ich werde das Ding jetzt erstmal in Ruhe laufen lassen, sich einlaufen lassen. Und werde dann dazu noch einen Bericht machen, wie er sich reinigen lässt, wie das Abschaumergebnis generell aussieht im Vergleich zu meinem vorherigen, zu dem H&S. Der hat ja auch sehr, sehr gut rausgeholt. Ist ja im Prinzip die gleiche Pumpe drin, die Aquabi. Und ja, schauen wir mal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 1 oder 2 Wochen, wenn er dann eingelaufen ist, zum Abschlussvideo.